Leute, was geht ab und jetzt willkommen beim neuen Video. Ja, im heutigen Video, wie bin ich da nochmal drauf gekommen? Genau, und zwar folgendes. Es heißt ja eigentlich immer so, ja, beschwer dich mal nicht, weil du ein Junge bist. Mädchen haben viel mehr Probleme. Wir haben zum Beispiel unsere Tage. Wir müssen auf dem Klo immer viel länger warten als ihr. Wir sind einfach Mädchen und keine Jungs, denn Jungs sind eh viel und sowas halt, ne? Und ich wäre da ja nicht Alex V, wenn ich mich nicht hinsetzen würde und so ein paar Sachen mal miteinander vergleichen würde und jetzt mal so, naja, Vergleiche erstellt habe und die zeige ich euch heute mal und dann sehen wir mal, ob Mädchen wirklich viel mehr Probleme haben als Jungs. Glaub sogar schon. Und bevor dieses Video losgeht, würde ich mal sagen, wenn ihr Bock habt auf den zweiten Teil, also wenn euch das gefällt, während ihr es schaut, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, bei 15.000 Likes machen wir das und jetzt viel Spaß. Let's go. Ach ja, und folgt mir auf jeden Fall bei Snapchat, ganz wichtig. So, wir fangen mal mit Punkt Nummer 1 an. Das habe ich gerade auch eigentlich schon angesprochen. Das Mädchenklo ist ja irgendwie immer überfüllt, ne? Das ist einfach ein Phänomen für mich. Ich meine, das dauert doch jetzt keine 20 Sekunden länger, kurz einmal die Hose runterzuziehen und sie dann wieder hochzuziehen, anstatt einfach nur den Hosenstall aufzumachen und den rauszuholen und dann vom Stehklo. Ach komm, egal, heute kann ich direkt sein. Also ich meine so, die Hose runterzuziehen, um sich hinzusetzen aufs Klo, dauert doch nicht viel länger, als einfach nur den Schwanz rauszuholen und im Stehen zu pissen. Und trotzdem ist die Schlange 10 Meter lang. Das verstehe ich nicht. So, dafür habt ihr, glaube ich, meistens eine Toilette, die einfach eine Toilette ist und nicht ein Stehklo, wo 10 Milliarden Kaugummis drin kleben und immer, wenn man abspülen drückt, die Hälfte rausschwimmt. Das ist schon manchmal so. Oh Mann, jetzt kommen wahrscheinlich schon so viele Kommentare von wegen, ja, wir müssen das noch auf Toilette machen und das noch 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 und das noch. Und das noch und das noch und das noch. Okay, reicht. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen weiter und zwar mit folgendem Punkt. Ihr seid in der Schule, es ist mega langweilig, müsst aber plötzlich an die Tafel. Und als Junge hat man ja, ein gewisses Genital in der Hose. Wir nennen dieses Genital, jetzt muss ich leiser reden, weil meine Eltern sind gerade hier oben, sonst denken die sich, was labert der da? Deswegen jetzt auch der Name. Wir nennen es einfach mal, Chantal. Immer das Gleiche, irgendwann wird es unlustig. So, und Chantal denkt sich plötzlich, ey komm, jetzt hast du Bock, jetzt spannst du dich mal an und sorgst dafür so eine kleine Beule in der Hose und jeder sieht's. Das ist doch ein eindeutiges Jungsproblem. Ich meine, Mädchen, so komm. Als wenn einfach die Hose plötzlich feucht wird. Das habe ich noch nie gesehen. Also was kann bei euch im Unterricht passieren? Hä? Ich würde sagen, bei dem Klopunkt haben vielleicht so ein bisschen die Mädchen gewonnen, weil es halt wirklich immer eine lange Schlange ist. Aber bei diesem Punkt haben eindeutig wir gewonnen, weil das das größere Problem für uns Jungs ist. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Problem. Und zwar, wenn die Haare von Jungs einfach an einem Tag mal scheiße aussehen. Oder halt auch einfach an jedem Tag, so wie zum Beispiel meine. Steht ja zurzeit wirklich sehr, sehr oft in den Kommentaren, ey Alex, deine Haare sind scheiße. Ey Alex, du siehst mal wieder voll scheiße aus. Kommentar hat 1280 Likes. Ey Alex, pass mal auf, du siehst mit deinen zurückgekämmten Haaren aus wie ein spanischer Pornodarsteller. 124 Likes. Moment mal, woher wisst ihr, wie spanische Pornodarsteller aussehen? Okay, egal. Folgendes, Jungs, Haare, man kann damit nichts machen. Die sehen einfach scheiße aus. Aber Mädchen können sich diesen Dutti oder wie das heißt, dieses Knöllteil hier so rein, dass hier oben einfach so ein Ball ist, sowas, wisst ihr? Also einfach die Haare nehmen und das wird dann hier oben so zusammengeknotet und dann ist das hier, das sieht eigentlich cool aus so. Und ja, ich weiß, jetzt könnte man auch sagen, Jungs können einfach eine Cap aufsetzen, aber nicht jeder Junge, denn manchen Jungs stehen einfach keine Caps und wenn sie dann Caps aufsetzen, sieht es noch schlimmer aus als ihre Haare. Versteht ihr, was ich gerade meine? Ich hoffe es mal. Ey, jetzt war meine Speicherkarte voll. Ich habe jetzt 8 Jahre damit verbracht, die zu entleeren, weil da so viel Scheiße drauf war. Und jetzt können wir endlich weitermachen. Wir machen mal einfach weiter mit folgendem. Und zwar ist mir das sofort eingefallen. Nur Probleme von Mädchen bei diesem Punkt gibt es eigentlich nicht. Ich meine, eigentlich ist es ja die Aufgabe des jungen Mädchen einzuladen. Problem beim Jungen, man wird arm. Problem vom Mädchen, gibt's nicht, ist geil. Es sei denn, vielleicht haben manche Mädchen ein schlechtes Gewissen, was ich allerdings nicht glaube. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, habt ihr ein schlechtes Gewissen dann? Jetzt kommt bestimmt, ja, wir haben ein sehr schlechtes Gewissen. Und in echt ist es immer so, ach nein, du brauchst mich nicht einladen, bitte lad mich ein, bitte lad mich ein. Ach Quatsch, ich kann auch selber zahlen, nein, kann ich nicht, bitte lad mich. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Dankeschön, du wirkst von jetzt verpiss dich. So Leute, und jetzt kommen wir wirklich zu einem Punkt, da habe ich mir gedacht, Alex, das ist ein wirklich sehr guter Punkt, den musst du auf jeden Fall mal ansprechen. Und zwar, die meisten wissen es ja, die
Mädchen haben einmal alle 28 Tage oder alle 31 Tage oder alle 22 Tage, irgendwie so, hat man als Mädchen oder als Frau halt seine Tage und das tut ja ziemlich weh. Und das ist ein Problem vieler Mädchen, weil es bei vielen wohl ziemlich doll weh tut. Leute, nehmt das Video bitte nicht so ernst, ich meine das jetzt nicht so. Also, ich kann es natürlich komplett nachvollziehen, dass das nervig ist, weil man dann öfter mal auf Klo muss, es weh tut, irgendwas da rausläuft. Ne? Aber wir als Jungs, wir haben auch Aufgaben. Ich meine, wer macht denn bitte... Oh, wie sage ich das denn jetzt, ey? Du hast auch jüngere Zuschauer, Alex. Okay, also angenommen, Jungs und Mädchen kommen zusammen und verbinden sich auf einer Verkehrslinie, die aber nicht den deutschen Verkehrsregeln entspricht. Was ich da wirklich, wirklich immer nur wiederholen kann, Verhütung ist das A und O. Mit 13 schwanger zu werden, ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. Das ist auf keinen Fall, ja, förderlich. So, dann gibt es zum Beispiel das Kondom. Und wenn dann der Geschlechtsakt vollzogen ist, wer macht es denn weg? Macht es ihr oder machen das wir? So, das ist das Problem der Jungs. Oder wenn Jungs zum Höhepunkt kommen, wer macht es denn weg? Hä? Macht es ihr oder machen es wir? Ach komm, das ist jetzt alles sehr weit hergegriffen. Versteht ihr, das ist dann vielleicht so das kleine Problem der Jungs? Okay, ihr seid deutlich schlimmer dran mit euren Tagen, ich weiß. Ja Leute, das waren jetzt einfach mal ein paar Probleme. Wie schon eben gesagt, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, bei 15.000 Likes mache ich das nochmal, dass ich das so ein bisschen vergleiche. Schreibt weitere Probleme von Mädchen und Jungs in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, lest mir das durch. Folgt mir auf jeden Fall bei Snapchat, da heiße ich so. Oder bei Instagram, da heiße so, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Und haut rein, habe ich gerade schon gesagt. Da verpisst euch.